Taucher der Bereitschaftspolizei durchsuchen den 60 Meter langen Tümpel in Unterhaching. Sie suchen nach der Leiche von Vanessa Huber. Die Polizei geht immer noch von einem Gewaltverbrechen aus. Wir haben den Computer des verstorbenen Ehemanns von Vanessa Huber analysiert bzw. ausgewertet, da Daten ausgewertet. Und dieser Ort hier wurde auf Google Maps von ihm markiert. Und dementsprechend wollten wir hier überprüfen, warum dieser Ort relevant ist. Rückblick. Am 5. November 2022 wird die damals 39-Jährige das letzte Mal mit ihrem Ehemann in einem Supermarkt gesehen. Danach soll es zu einem Streit mit ihrem Mann gekommen sein. Der beteuert immer wieder, nichts mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Im März dieses Jahres wird er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Taucher finden heute keinen Hinweis. Die Suche nach Vanessa Huber, sie geht weiter.